So, ich bin jetzt hier auf den Regenbogen-Campplatz, ne? Da steht auch was. Schützen Sie sich vor anderen während des Aufenthaltes, Abstand halten, Hände waschen, husten und niesen in die Armbeuge. Steht extra da. Ich hoffe, dass wir nicht hier runtergeschmissen werden, weil wir hier die Aussätzigen sind. Ne? Hier sind ja sonst normalerweise nur Urlauber. Aber bei uns wird sich ja nur rumgestritten. Und da haben wir gesagt, wir nehmen mal den. Aber ich denke mal, die werden alle am Strand sein. Es ist halt hier der Regenbogen-Spielplatz von den Urlauber auf dem Zeltplatz. Ja, da haben wir hier noch eine Wippe. Was haben wir noch hier? So ein Klettergerüst. Das ist wirklich noch ein schöner Spielplatz. Ne? Hier das halt. Dann diese Rutsche hier, so eine doppelte, die ist auch sehr schön, so ein Schiff ist das. Ja. Was haben wir noch hier? Zwei Schaukeln. Ja, und ich setze mich jetzt hier einfach mal auf die Bank. Ja, und ich hatte jetzt mit den Herren telefoniert, nochmal von der Wohnungsbaugesellschaft. Und die sagten mir, jetzt kommt hinten, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie streitsüchtig die eigentlich sind. Ich meine, die Frauen lassen immer ihre Fahrräder draußen stehen. Ist mir auch klar, weil die wollen auch nicht die Treppen da runterschleppen, weil sie sicherlich auch schon hingeflogen sind. Die Bekanntschaft werden sie wohl schon gemacht haben. Ja. Und jetzt stellen sie auf einmal hinterm Hof, stellen sie einen Fahrradständer hin. Jetzt klappt das. Ich habe ewig gebettelt wegen einem zweiten Fahrradständer, dass es diese Probleme nicht gibt. Aber ich wusste nicht, dass das nur für ankommende Gäste ist und dass sie wieder zurückfahren. Also das hört sich mir ja fast so an wie so ein Bordell. Ich komme da hin, stelle mein Fahrrad ab, gehe einen besuchen und dann haue ich wieder ab, so nach dem Motto. Und dafür ist es da. Also das ist da wohl traurig und beschämend irgendwo. Ne? Und es sind alles ältere Frauen da drin, mal ganz ehrlich. Und die haben alle mit dem Rücken. Die eine ist sehr dick, die andere ist auch nicht gerade dünn, die hat mit den Beinen zu tun. Deswegen lässt sie auch ihr Fahrrad draußen stehen, denke ich mal. Und aber wir sind immer die Doofen. Also wirklich. Bei uns wird geklingelt, die eine hört Murmeln aus dem Haus. Klingelt und klingelt, da schreibe ich der Wohnungsbaugesellschaft, nein, die hat uns ja nicht darauf hingewiesen. Wie kann denn das sein? Ach so, sage ich, aber bei mir klingelt sie andauernd und hört Murmeln. Ich habe sie gefragt, sie sollte mal einen Arzt aufsuchen, wäre mal nicht schlecht. Da war sie sehr überarbeitet, da hat sie zwei Jobs gemacht. Ne? Und ich denke mal, dass da wird ihr Kopf ein bisschen durchgedreht haben, da wird sie wohl Murmeln gehört haben oder irgendwas. Also, ich weiß nicht, wie streitsüchtig die Leute hier sind in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde hier nie, das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, wir wohnen hier, ne? Ich bin aber nicht hier wegen den Menschen, das sage ich jetzt immer wieder. Ich bin hier wegen der Ostsee und wegen der Ruhe an der Ostsee. Aber diese streitsüchtigen Menschen, ich würde hier nie Urlaub machen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich würde hier nie Urlaub machen, nein. Und diese Wohnungsbaugesellschaft, das ist ja auch noch eine Wohnungsbaugesellschaft vom Osten. Der Westen hat das übernommen, hat eine Ostwohnungsbaugesellschaft übernommen. Und alle meckern sie. Die da in meiner Straße wohnen, meckern, weil das Fenster war eingeschlagen, da wurde nichts gemacht von der Firma, dann wurde das nicht. Wie oft habe ich schon die Rechtsschutz eingeschalten? Die haben auch nichts erreicht. Die haben Mediator und alles eingeschalten. Nichts erreicht. Nichts. Es ist echt beschämend, was die für Macht haben. Das ist wirklich traurig irgendwo. Und da wird eine Mutter mit Kind nicht geholfen, euer Sozialsystem hier. Überhaupt nicht, Frau Merkel. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, aber nicht in Boltenhagen. Da herrscht eher Hass und Neid. Und wer hier was hat, wer Geld hat, der darf auch hier bleiben und ein dickes Haus. Aber die anderen müssen gehen. Sie waren doch auch schon hier und haben das hier besucht im Kurpark. Haben doch gemerkt, wie sie ausgebuht wurden. Sie wurden hier nicht nett aufgenommen. Und das ist traurig irgendwo. Beschämend irgendwo. Ich weiß nicht. Mich wundert gar nicht, dass die Kinder hier streitsüchtig werden. Die werden ja hier richtig eingeschüchtert. Ich probiere ewig, dass meine Kleine mit dem Fahrrad fährt. Ne? Sie schafft das noch nicht, weil sie nicht dieses Selbstvertrauen hat, wirklich alleine aufzusteigen und loszufahren. Dieses Selbstvertrauen hat sie einfach nicht, weil ihr das hier immer wieder kaputt gemacht wird von den Menschen. Ob das von den Kindern ist oder von den Erwachsenen. Die sind so niederträchtig. Ich sag ja, Tiere sind mir 100.000 Mal lieber. Also wo wir da in dem Tigerpark waren, das war so schön, ja. Die Tiere sind sowas von dankbar. Aber die Menschen, mal ganz ehrlich, das sind richtige Kotzbrocken geworden. Und das ist meine Meinung. Die helfen doch gar nicht miteinander. Wirklich. Und man merkt auch den Unterschied, wenn Urlauberkinder hier sind und miteinander spielen und wenn die Boltenhegner miteinander spielen. Ein himmelweiter Unterschied. Woran das wohl liegt, ne?